Nach dem erfolgreichen Start einer bemannten Crew Dragon-Kapsel zur internationalen Raumstation ISS ist die erste Raketenstufe wieder auf einem Schiff im Atlantik gelandet. Die Startraketenstufe sei einige Minuten nach dem Start am Samstag erfolgreich aufrecht auf dem Schiff Of Course I Still Love You, auf Deutsch etwa Natürlich liebe ich dich noch, vor der US-Küste gelandet, teilte das private Raumfahrtunternehmen SpaceX mit. Die Landung und Wiederverwendung von Raketenstufen und Raumkapseln ist ein wichtiger Teil der Strategie von SpaceX. Schon mehrfach gelangen Landungen von Raketenstufen auf Schiffen sowie auf Land. Die Crew Dragon Raumkapsel mit den beiden US-Astronauten Robert Behnken und Douglas Hurley an Bord trennte sich unterdessen erfolgreich von dem Rest der Rakete und machte sich alleine weiter auf den Weg zur ISS.